Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play World of Warcraft. Ja, heute, beziehungsweise die ganze Woche, ist wieder der große Style-Check 2018. Und ich habe ja schon letztes Jahr und auch schon Anfang des Jahres was gesagt, als hier der große Style-Check war, wenn ich das erstmal finden würde. Ich bin blind, auf jeden Fall, das ist Dezember. Wo ist es? Da unten. Ich habe ja schon gesagt, ich mache dann im August nochmal den großen Style-Check. Und es ist jetzt soweit. Wir haben zwar jetzt schon September, weil Blizzard hat den großen Style-Check ein bisschen verschoben. Aber naja. Ich befinde mich gerade in Dazar Alor, die Hauptstadt der Horde in Sandalar. Ja. Und dann würde ich mal sagen, ich begebe mich mal zum Transmogi. Und dann melde ich mich auch an für den großen Style-Check. Ich hoffe, ich kriege ein paar gute Themen, wo ich auch mal gewinnen kann. Weil ich habe gestern schon teilgenommen. Da hatte ich jetzt zum Beispiel irgendwas Gruselhaftes und so alles. Und Helden des Lichts. Ich habe da keinen Platz errungen. Ich habe immer bloß einen Trostpreis bekommen und so alles. Aber hoffentlich habe ich heute mehr Chancen. Und der Weg ist mir auch schon ein bisschen aufgefallen mit dem Goblin-Gleiter, dass man einfach mal von da oben bis zum Schiff hier kommen kann. So. Gut, dann einmal anmelden, bitte. So. Also hoffentlich habe ich heute mehr Glück. Ich werde 3 Runden machen, so wie letztes Jahr. Hoffentlich hab ich ein bisschen mehr Glück. Und ja. Ich hoffe mal, dass ich mehr Glück habe. Letztes Jahr bin ich auch einmal Erster geworden, glaube ich. Das war sogar am Ende. Hoffentlich ist es dieses Jahr genauso. Die Allianz-Sicht wird dann auch noch folgen, genauso wie letztes Jahr. Ich glaube, dieses Jahr habe ich dann nur die Horden-Sicht gemacht. Ich bin mir gar nicht sicher. Muss ich mal gucken. Aber auf jeden Fall, Allianz-Sicht wird auch noch folgen. Na los, komm. Invite, komm. Komm schon. Gestern früh ging es doch echt schnell mit dem Invite. Und das um 7 Uhr. Also komm. Ah, jetzt. Wenn hier schon pausiert steht, dann kommt der Invite auf jeden Fall. So, da sind wir auch schon. Was, wir sind nur 4. Wow, okay. Achso, weil da hat gerade jemand verlassen. So, was ist denn unser Motto? Wappen Rock'n'Wall. Alles klar, okay. Also wir brauchen einen guten Wappenrock. Ich habe aber kein gutes. Nur Wappenrock oder wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Nein, nicht Hemden. Ich habe eine kleine Idee. Hoffentlich klappt die dann auch. Nee, nehme ich mal gar nichts. Umhang kommt auch weg. Das nehme ich jetzt wie eine Brust. Ich habe nur 1,5 Minuten Zeit. Das ist jetzt beschissen. Das Thema hatte ich noch nie gehabt. Ich kleide mich einfach mal der Horde ein bisschen. Wird zwar ein bisschen schwer sein, weil ich nicht das ganze Set hier habe. Ich habe noch eine Minute, das wird nichts.
Fuck. Nehme ich einfach mal. Welches Set nehmen wir denn? Das ist wirklich das Beschissen. Ich hab das Thema noch nie gehabt. Ja. Dann ist einfach mal. Komm, ich nehme Frostwölfe. So, ganz schnell noch. Ah, fuck, okay. Ja, komm. Stell dich mal ein bisschen mittig hin. Ich hoffe mal, das klappt auch. Das war jetzt noch in den letzten 5 Sekunden ganz schnell. Oh, das sieht nice aus. Ja, komm, du hast meine Stimme. Wir sind nur zu viert, also heißt es kann nur einer den Trostpreis kriegen. Und die anderen drei kriegen dann halt einen von den drei Plätzen. Nur einer kann den Trostpreis kriegen. Und wir haben jetzt auch weniger Runden, das fällt mir gerade auf. Das wär's das, wenn ich nicht drankomme. Das wär's das wirklich. Dann würde ich ja gar keine Chance kriegen. Aber der war halt schon zweimal dran. Ah ja. Das Wappenrock der Frostwölfe. Mit einer passenden Draenor-Rüstung. Genau. Oh. Achso, die da. Okay. Ah, ich habe ja noch diese Fahnen. Ich hätte doch eventuell von Orkuma das nehmen sollen. Das Wappenrock. Aber naja. Ich dachte wenigstens etwas. So, wer hat dann gewonnen? Dritter. Zweiter. Ja, wer wird jetzt Dingens hier? Oh yes! Erster. Nice. Mir ist gerade aufgefallen, wir sind doch 5, aber mir wurden nur 4 angezeigt. Oh yeah. Direkt Erster. Yes, in der ersten Runde. So. Guter Start. Hoffentlich bleibt das auch so. So. Direkt den ersten Platz abgestaubt. War wohl doch noch eine gute Idee gewesen. Die öffne ich erst im Nachhinein. Ich habe hier noch was. So, dann bin ich mal gespannt. Also ich muss schon sagen, das war doch noch eine gute Idee, mich auch ganz schnell zu ändern hier. Mit dem Transmog. Weil Frostwölfe und Draenor-Set, das passt eigentlich ganz gut. Das rockt so richtig gerade. Eventuell noch den Helm entfernen, hätte auch noch was gebracht, aber ich hatte keine Zeit mehr gehabt. Ich habe es auf die letzten 5 Sekunden gemacht. So, dann warte ich jetzt mal wieder, bis ich eingeladen werde. Battle for Azeroth. Wie waren denn eure Erfahrungen mit BFA mit bisher, meine lieben Freunde? Also ich habe bisher gute Erfahrungen gemacht. Mir haben die Stories sehr gut gefallen. Kriegsabsteigerung hinter Horde. Die könnte ich sogar wirklich gebrauchen, die Schuhe. Super. Ah, da ist er ja schon. Gut. Also ich habe bisher Positives mit BFA mitbekommen, so alles. Mir gefällt's. Nicht mehr dieses ständige Grün wie Liedchen. So, jetzt sind wir 6. Mal gucken, was kriegen wir für ein Thema? Bitte episch violett. Ich brauche episch violett. Ich kann da sowas von gewinnen. Ihr werdet zwar nicht direkt den ersten, aber wenigstens einen von den drei Plätzen. Bitte episch violett. Helden des Alltags. Okay. Hatte ich gestern auch schon gehabt.
Würde ich mal sagen, ich nehme einfach mal ein ganz einfaches Set. Ich habe eventuell noch so einen Hammer, dann mache ich einfach mal so einen Handwerker draus. Ich habe mal das hier. Wundvorband nehme ich auch noch. Habe ich ein bisschen verletzt heute. Ja, das ist sowieso egal. Gürtel nehme ich mal gar keinen. Oder? Habe ich hinten noch einen? Nein. Komm, und dann jetzt, ach stimmt ja, Streitkolben. Habe ich hier eventuell was Schönes? Was so zu einem Handwerker passen würde. Ich habe hier so einen Hammer. Hammer des Hauses Frin. Alles klar. Na gut, würde ich mal sagen, ich nehme einfach mal das hier. So ein einfacher Handwerker. Ja. Hammer, Dornschuppenhammer. Ich bin mit dem Hammer des Frins hier gar nicht zufrieden. Eventuell nehme ich doch was anderes. Mit dem Hammer bin ich aber allgemein zufrieden, aber nicht mit dem Hammer des Hauses Frin. Komm, nicht mal die beiden hier. Eben hätte noch so ein Dingens. Ne, 10 Sekunden habe ich. Ah, ich habe noch 10 Sekunden, okay. Egal. So. Hoffentlich klappt das. Oh fuck. Ich glaube, ich habe das Thema vollkommen falsch genommen. Scheiße. Ah, oh, nee. Spiegel können nicht reden. Zum Glück für euch können sie auch nicht lachen. Oh, der war fies, ganz ehrlich. Ja, der hatte genau dieselbe Idee. Sei menschlich. Der hatte genau dieselbe Idee wie ich. Einfach mal mit einem Handwerker. Der aber auch. Der ist ein Holzfäller bestimmt. Komm, der hat's ernst genommen. Meiner Meinung nach. Helden des Alltags ist nämlich auch so ein Holzfäller oder halt so ein. Keine Ahnung, sowas wie ich jetzt. Sowas ist für mich ein Held des Alltags. Ah, Holzfäller oder Dingens. Handwerker. Komm, Handwerker. Thema ist aber auch ein bisschen blöd. Das interpretiert jeder anders. Naja, hoffentlich klappt das auch. Was hat denn hier gerade vibriert? Hier hat irgendwas gerade vibriert. Ah, das war mein Handy. Ah, okay. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich Hammer habe. Ganz ehrlich, ich wusste es gar nicht. Ich habe mich jetzt nur auf eine Axt konzentriert, aber dann habe ich doch mal bei Streitkolben nachgeschaut. Ich hatte doch Hammer da gehabt. Für die Horde. Ich zerschmettere euch und oh, das glänzt. Ich hasse Donnerfels. Nirgends bekommt man ein anständiges Steak. Oh! Haha, der war gut. Oh,
So, jetzt ist es vorbei. Wer hat gewonnen? Platz 3. Ist das zwischen uns ein bisschen schwierig? Bei ihr glaube ich nicht so, keine Ahnung. Ah ja, okay. Ach, hier steht ja auch noch einer. So, wer hat den ersten Platz? Ja, okay. Das ist vollkommen verdient, genauso wie er. Aber trotzdem geht's halt an alle anderen. Ihr wart alle super. Ich habe jetzt nur den Trostpreis bekommen, leider. Aber dafür habe ich in der ersten Runde voll abgerockt. Und jetzt gibt es noch eine Runde, meine lieben Freunde. Mal gucken, was da für ein Thema kommt. Sollen wir zum Geschäft kommen? Ja, komm, ich brauche jetzt mal lieber. Nicht, dass ich dasselbe Thema wiederbekomme. Ja, bevor ich hier den Invite kriege, noch eine kleine Anmerkung. Ich habe ja letztens The Walking Dead beendet. Auch mit 400 Days. Und demnächst wird auch Staffel 2 kommen. Ich muss nur gucken, wann ich Zeit habe. Eventuell werde ich das auch livestreamen. Muss schon mal gucken. Aber dafür muss ich erstmal eine Zeit lang alleine zu Hause sein. Und ja. Also auf jeden Fall, Season 2 wird kommen. Season 3. Dann noch The Walking Dead Michonne. Und dann noch The Final Season. Ich habe mir The Final Season gestern gekauft. Aber bevor ich The Final Season machen kann, muss ich erstmal The Walking Dead Season 2 und 3 machen, weil sonst ist es ein bisschen blöd, wenn ich ein Let's Play starte und dann auf einmal nach Staffel 1 mit der Staffel 4 anfange. Das kommt auch ein bisschen blöd rüber. Auf jeden Fall, demnächst kommt noch Staffel 2, dann Michonne, dann noch Staffel 3 und dann Staffel 4. Hoffentlich kriege ich Staffel 4 noch hin, bevor es dann komplett zu Ende ist. Weil dann habe ich auch noch ein bisschen die Möglichkeit, das doch so zu spielen, ohne dass jemand anderes das so ein bisschen vorspielt. Und ja. Ich labere eh gerade nur ein bisschen Scheiße. So. 1,5 Minuten pausiert und da ist er. Da ist unser Invite. 4 von 6. Na los, komm, einer fehlt noch. Oh, meine Stimme. Einer fehlt noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Wow. Sowas von klar. Komm. Einer geht noch. Easy. So, wieder 6 Leute. Ich gehe mal auf die andere Seite. Was ist das Motto? Das Motto ist Geschmacksverirrung. Also einfach mal irgendwas nehmen, okay. Helm, lass ich gleich mal weg. Gott, das ist jetzt aber ein krasses Thema. Einfach irgendwas nehmen, was vollkommen verwirrt. Keltalas wird wieder erblühen. Ja, ja. Sinu Amanure. Ja, ja. Keltalas wird ja, ist gut. Mein Gott. Ich grüße dich auch. Ich habe eine Idee. Nehmen wir mal das hier. Wappenrock. Ja, ich habe eine Idee. Was? Ich kann. Ich muss eine Brust tragen, ist es euer Ernst? Wow. Alles klar. Wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich eine Brust tragen muss. Ah, das ist ein bisschen scheiße.
Ja, das ist jetzt die Sache. Ja, okay. Das ist genug Verwirrung. Ah, das Thema ist komplett neu für mich. Noch nie gehabt. Na, das verirrt mich schon ein bisschen mehr. Oh, ich kann mich mit dem Hammer kratzen. Krass. Ach du Scheiße. Also das ist doch komplett ein Set, oder nicht? Also das verwirrt mich schon ein bisschen mehr. Aber das sieht für mich irgendwie aus wie ein komplettes Set. Vor allem die Schultern und so alles. Ja. So, der schon wieder und der hier. Also das ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier gerade. Der oder der? Komm, du. Einmal kurz kratzen. Hat gejuckt. Alles klar. So, zwei Runden noch. Dankeschön für den Buff. So, letzte Runde, die beiden hier. Komm, du kriegst meine Stimme. Oh, dritter Platz. Nice. Zweiter. Ja, ist auf jeden Fall verdient. Ja, das ist auch verdient. Aber komm, er hat es auch noch verdient, weil das ist wirklich eine Verwirrung gewesen. Jo, dann würde ich mal sagen, dritter Platz für den Abschluss. Aber ich habe wenigstens den ersten Platz in der ersten Runde bekommen. Das ist auch was. Damit möchte ich dann gleich mal sagen, verabschiede ich mich gleich nach dem Loading Screen hier. Einmal öffnen. 50, 18, 25. So. Okay. Dann würde ich mal sagen, das war's für diese Folge, meine lieben Freunde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.